los geht's. Zap, moin Leute, Vanori am Start mit einer weiteren kleinen Runde World of Tanks und hier und jetzt können wir uns mal so ein bisschen Zeit nehmen. Wir sind nämlich jetzt gerade mit der SU-5 unterwegs. Ich habe mir die kleinere Kanone draufgepackt, die nur 61 mm Durchschlag hat und 300 Schaden macht, weil sie einfach eine wesentlich größere Reichweite hat, die man hier auf der Map Himmelsdorf sogar nicht mal, doch hier ganz unten in der Ecke sieht man sie ganz, ganz leicht, so eine ganz leichte Linie. Und ich habe mir gedacht, da ich ja so eine relativ ballistische Flugbahn habe, also eine hochballistische, also quasi die Kugel fliegt hoch und man kann auch Ziele hinter beispielsweise Schutt oder kleineren Häusern treffen. Deswegen wollte ich eigentlich für den Hügel gehen. Ja, aber kein Schwein ging halt mit, also wollte ich abdrehen und eventuell die Todesgasse mit abdecken. Aber da ich gesehen habe, dass hier noch ein Chiha mit hochfährt, habe ich halt gedacht, ja, der könnte ja nach oben fahren und quasi die Gegner aufhalten, während ich von hinten ein bisschen Supportfeuer gebe. Und ich habe ja auch kein XVM mehr installiert. Also sind für mich alle Spieler gleich schlau bzw. gleich dumm. Großer Fehler, Chiha bleibt nämlich genau an dieser Stelle stehen. Panzer 1C kommt noch hinten mit dazu. Und ich denke mir nur, oh, wenn die hier vorne stehen bleiben, dann sollte ich mich lieber rückwärtig begegnen. Und da kommt er schon. Panzer 1C. Der ging leider daneben. Ich habe hier versucht, noch in seine Richtung zu drehen, um ihn eventuell dazu zu zwingen, mich zu rammen und sich selber damit auch gleichzeitig rauszunehmen. Aber er hat schlauerweise darauf reagiert und ist lieber ausgewichen. Gut, damit steht es zumindest schon mal 4-4. Ich meine, was kann schon schief gehen, ja? Und unten in der Todesgasse ist momentan richtig dick was los. Und ich schreibe hier, and this is why I don't like low-tier games. Aber dieses Spiel hier ist anders als jedes andere Low-Tier-Game, was ich bis jetzt erlebt habe. Das hier ist echt richtig hardcore. Unglaublich. Einfach nur unglaublich. Von hier aus gucke ich jetzt erstmal, was der Chiha so macht. Ich habe keine Ahnung, wieso er da an der Ecke stehen geblieben ist. Warum er überhaupt stehen geblieben ist. Worauf er gewartet hat. Warum er mich angeguckt hat. Manchmal ist es... Manchmal frage ich mich echt, was denken diese Spieler? Und dann erinnere ich mich wieder daran, ja genau, nichts. Nein, sie versuchen mit nach bestem Wissen und Gewissen die Situation entsprechend zu reagieren. Und da sie einfach das Wissen nicht haben, müssen sie nach ihrem Gewissen halt handeln, was nicht immer das Richtige ist. Es steht 8-7, wir haben einen Vorsprung momentan. Zwei Vorsprung sogar. Hooray! Und wir haben noch einiges an Panzern hier rumgehen. Unten ist noch ein FCM. 36 Pack 40. Sehr, sehr fiese TD. Aber ein Panzer 1C fährt gerade mitten rein, um sich diesem Problem anzunehmen. Chiha kommt zurück. Besser spät als nie, hat er gemerkt, wo er zu gebrauchen ist. Hat sich allerdings dazu entschlossen, durchzufahren und sich mitten vor den Gegnern zu tracken. So tracken zu lassen, besser gesagt. Das hat er wahrscheinlich nicht freiwillig gemacht. Und hier sieht man dann mal wieder eins der besten Beispiele dafür, warum Low-Tier-Games so lustig sind. Alle stehen seitlich zum Gegner. Ist das nicht ehrlich? Oh Mann, selbst die Matilda, die dickste und fetteste Frontpanzerung von allen Stufe 4 Panzern hat, überhaupt und sehr, sehr schwierig zu killen ist, denkt sich, dass die Seitenpanzerung die stärkste sein muss. Oder eventuell auch nicht. T46 hat es mittlerweile gemerkt, er hat noch 3 HP und möchte nicht mehr einfach vorfahren. Ein Panzer 1C schnappt sich derweil den D2. Und ich schreibe hier auch Pro-Tip of the Day. Front of your tank is thicker than the rest. Also die Front eures Panzers ist dicker als der Rest eures Panzers. Und hier wird es dann wieder interessant. Die gegnerische Matilda taucht auf und... Oh, sie hat noch volles Leben. Ach Gott, es ist noch ein Panzer. Zwei Panzer 1C, ein AMX 38
und eine Matilda, die seitlich steht in unserem Team, während der Gegner noch eine Matilda hat. Das Schöne an der Sache hier ist, die Matilda ist super langsam. Es sind noch fast 10 Minuten im Spiel. Irgendjemand, zum Beispiel der LTP, der jetzt gerade sich ein Stück zurückgezogen hat, oder vielleicht der AMX-38 oder der Panzer 1C, der jetzt noch übrig ist, könnten rüberfahren zu den Gegnern. Einfach so. So eine kleine Sightseeing-Tour machen, vielleicht noch für ein, zwei Minuten oder sowas. Ein bisschen Beinchen strecken, Ärmchen nach oben und ein bisschen winken vielleicht. Lebt ja noch irgendwer in den Häusern drin oder man trifft irgendwen, der da noch haust und vielleicht noch nicht mitgekriegt hat, dass der eigentliche Krieg schon jetzt vorbei ist und das Ganze hier nur noch ein Spiel ist. Und dann anschließend in reiner Gemütlichkeit einfach ein bisschen cappen. Und man hört es ja eigentlich schon. Ich weiß nicht genau, ob die Matilda jetzt nur noch Premium-Munition hat oder nur noch HE. Ich würde mal tippen, dass die gegnerische Matilda nur noch HE hat. Was so viel bedeutet wie viel Munition ist da nicht mehr. Weil so eine Matilda trägt halt nicht so extrem viel Munition. Ich in der Zwischenzeit versuche mein Team dazu zu motivieren und zu bewegen, verdammt nochmal zu cappen. Natürlich hört keiner auf mich, klar. Es hat noch niemand auf dieser Tierstufe bemerkt, dass es sowohl einen Chat als auch eine Minimap gibt. Das ist natürlich etwas, was man in so einer solchen stressigen Situation unter gar keinen Umständen beachten darf. Der langsamste Panzer überhaupt auf dieser Stufe, die Matilda, ich weiß nicht, gibt es noch einen langsameren? Ich glaube, die Briten haben, oder waren es die Amis? Irgendwer hat noch einen etwas langsamen Panzer, ich weiß auch nicht genau. Auf jeden Fall Matilda, super langsam, super, super langsam. Selbst eine Matilda kann mit gewissem Abstand vor einer Matilda wegrennen. Stattdessen stehen sie alle auf Abstand, schießen frontal oder seitlich, so schön im 45-Grad-Winkel, wie es der Panzer 1C da hinten wahrscheinlich gerade macht, auf die gegnerische Matilda. Selbst unsere Matilda bleibt einfach mal zügig stehen und schießt auf die gegnerische Matilda einfach mal frontal drauf, weil das macht ja offensichtlich Schaden. Währenddessen hat der AMX-38 es doch tatsächlich geschafft, nicht cappen zu gehen. Hat seinen Weg herumgefunden um die Häuser rein, um der gegnerischen Matilda aus einem ziemlich spitzen Winkel oder einem ziemlich großen Winkel besser gesagt in den Hintern zu schießen, was absolut gar keinen Sinn macht. Unsere eigene Matilda hat währenddessen herausgefunden, dass man im Heck der gegnerischen Matilda wohl eher einen Schwachpunkt findet als an der Front. Das bringt allerdings auch nicht allzu viel. Währenddessen ganz einfach unser LTP schießt unseren Panzer 1C mal ebenso über den Haufen, weil, ne, sowas wie dritte Person-Mode hier, ne, Third Person, First Person ist ja alles dasselbe. Hauptsache man sieht die eigenen Leute nicht und kann schön auf die Gegner schießen. In der Zwischenzeit hat es unsere eigene Matilda geschafft, auch keine Munition mehr zu haben. Ja, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? LTP hat eine ganze Menge Munition. Jetzt Gruppenkuscheln? Ach, guck mal, sie küssen sich. Was machen die da? Oh Gott. Und der LTP. Go away, I'm shooting. Keine Ahnung, was er da tut, aber Hauptsache, er hat einen Mod, mit dem er, ich weiß gar nicht, ob es ein Mod ist oder ob man das auch mit die Tastenkürzel machen kann. Ich habe die Vermutung, dass es ein Mod ist. Währenddessen lache ich mir hier den Arsch ab und der Gegner hat es endlich gemerkt. Hey, ich kann ja Captain gehen. Zum Glück hat der LTP noch eine ganze Menge Munition dabei und kann den Gegner hier häufig genug tracken. Tja. Der Rest dieser Geschichte hier ist etwas langweilig. Wir gewinnen das Ganze durch Cappen und das war es dann eigentlich auch schon. Aber es ist immer wieder schön zu sehen, wie sich Low-Tier-Games doch so entwickeln können am Ende. Das war
wirklich sehr unerwartet, dass es so ausgehen wird. Zweimal Tildas komplett ohne Munition. Alle schießen auf den Gegner drauf und er stirbt einfach nicht. Niemand wechselt die Position. Naja, eigentlich war es zu erwarten. Mathilda. Mathilda im Spiel. Das ist ungefähr genauso, wie als würde ein Panzer 2J in einem von den beiden Teams oder in beiden Teams drin sein. Mit dem Unterschied, dass die Dinger nur mit Gold gefahren werden. Ausschließlich. Also, zumindest würde ich das tun. Aber dieses, ja, dieses kleine Spiel hier zeigt eigentlich auf eine perfekte Art und Weise, wie es auf niedrigen Stufen zugeht, dass die Leute quasi auch wirklich überhaupt gar keine Ahnung haben von dem, was sie eigentlich tun und deswegen auch nicht für das, was sie tun, zur Verantwortung gezogen werden können, weil sie es eben einfach nicht besser wissen. Klar gilt es, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, aber es ist immer noch ein Spiel. Und diese Leute sehen es auch wirklich nur als Spiel an. Da bringt sich der LTB sogar noch fast selber um. Congratulations. Hat es leider nicht geschafft bis zum Ende, aber das ist ja nicht weiter tragisch. Ja, ich hoffe, euch hat diese kleine Runde gefallen. Es war mal ein bisschen was Amüsanteres. Ist unglaublich. Ich sitze hier und schüttel mit dem Kopf. Falls ihr selber etwas einfach nur schier Unglaubliches erlebt habt oder eine geniale Runde oder sowas hingelegt habt, dann schickt es mir doch einfach per E-Mail zu, Link dazu in der Videobeschreibung drinne und ich wünsche euch noch viel Spaß beim selber zocken. Bis dahin, ciao, ciao.